Hallo meine Zaubermäuse und herzlich willkommen zum heutigen Paint Day. Ja, wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, Daumen nach oben und Kommentare sind natürlich auch sehr gerne gesehen. Ja, aber ich schnack jetzt nicht so lange, legen wir doch einfach los. Aber was braucht ihr jetzt eigentlich für dieses Muster? Ihr braucht dazu einmal Farbgel, ich nehme jetzt hier Apricot. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Dann braucht man noch Acrylfarben, um das Muster aufzumalen. Einmal weiß, ich nehme jetzt hier Feuerrot und Schwarz für die Konturen. Dann braucht ihr natürlich noch einen dünnen Pinsel. Ich nehme jetzt hier einen Einerpinsel. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Unterlage, um die Acrylfarbe ein bisschen zu mischen und sie aufzunehmen. Und natürlich noch Wasser, um den Pinsel auszuwaschen. So, starten wir erstmal mit dem French. Ich habe jetzt hier ein Apricot. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Ich trage das jetzt hier einmal ganz grob auf. Wird natürlich vor dem Apex aufgetragen, das heißt, bevor ihr die C-Kurve bzw. den Apex modelliert und auch nachfeilt. Ihr könnt das natürlich auch mit dem Dotting-Stick auftragen, geht auch. Und dann nehme ich mir noch meinen kleinen Nail-Art-Pinsel und mache da eine schöne scharfe Kante hin. So, und dann kommt das Ganze in die Lampe rein und wird erstmal ausgehärtet. Dann würde das Aufbaugel kommen, um den Apex zu modellieren und dann natürlich nachfeilen das Ganze. Ich simuliere das jetzt mit einer dünnen Schicht Aufbaugel und werde dann das Ganze mit einem Buffer kurz anrauen. So, während das Aufbaugel in der Lampe ist, bereite ich jetzt schon mal meine Acrylfarben vor. Ich nehme mir einmal einen Tropfen Schwarz, dann mein Feuerrot, dann mein Weiß. Falls die Farben zu dick sind, natürlich ein wenig verdünnen. Mein Rot hier ist so ein bisschen nicht so, wie ich es gerne hätte. Das heißt, ich mache nochmal einen Tropfen Wasser rein. Immer dran denken, Pinsel schön auswaschen, weil wenn das Zeug einmal hart wird, dann ist es immer schwierig, den Pinsel sauber zu kriegen. Und dann kann der auch schnell mal ausfransen, dann könnt ihr den natürlich auch wegwerfen. Deshalb immer schön auf die Pinsel aufpassen. So, und dann fange ich jetzt an mit meinem Einerpinsel, das Ganze auf den Nagel zu bringen. Ich fange jetzt erstmal an mit Weiß mir die Blätter zu malen. 5 Stück an der Zahl sollen es werden und gerne hier der Mittelpunkt. Und das heißt, ich mache jetzt mir erstmal so Dreiecke, wo die dann rausgucken sollen. So, 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann fange ich an, die Blätter auszumalen. Dürfen ruhig ein bisschen größer sein. Die Blätter dürfen natürlich auch noch ein wenig überlappen. Ist gar kein Problem. Und dann guckt euch einfach mal so ein bisschen die Strichführung an. Sollte ungefähr so aussehen. Dann haben wir schon mal die Blätter. Da müssen wir jetzt natürlich noch ein wenig Feintuning dran machen. Ich möchte jetzt so eine Mischung aus Weiß und Rot machen. Quasi ein Rosa. Einfach ein bisschen von dem Feuerrot nehmen und das dann mit Weiß mischen. Und mit dieser Farbe werden wir der Blume jetzt einen kleinen rosa Touch geben. Und zwar fangen wir da in der Mitte an und ziehen dann ein paar Striche zur Blütenspitze raus. So bekommt die Blume ein wenig Tiefe und auch einen leichten 3D-Look. Dann fange ich an, mit dem Schwarz die Outlines der Blume zu ziehen und quasi die Blätter zu umrahmen. Dabei wirklich ganz leicht nur mit dem Pinsel auf den Nagel drücken, denn umso fester ihr drückt, umso dicker wird die Linie auch. Dabei auch nicht ganz bis in die Mitte malen, die schwarzen Striche, denn da möchten wir dann gleich noch
die Blütenmitte hinmachen. Jetzt mache ich mit dem Schwarz noch ganz kleine Kreise. Ist ein bisschen fummelig, aber kriegt man auf jeden Fall auch hin. Die müssen jetzt auch nicht so exakt sein, weil da kommen eh gleich noch rosa Punkte rein. Und jetzt, wo ich das Schwarz schon mal habe, kriegen die Blütenblätter auch noch so ein paar kleine Linien rein, damit das Ganze wieder ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Und dann werde ich jetzt mit dem Rosa noch ein paar ganz kleine Punkte in die Mitte der schwarzen Kreise setzen. Da müsste jetzt auch nicht so 100% genau sein. Anschließend können wir dann mit dem Schwarzen noch so ein paar kleine Ranken dran basteln. Da ist der Fantasie natürlich freien Lauf gelassen, wie ihr das macht. Ich mache immer gerne so ein paar Kringel und noch so ein paar kleine Blütenblätter. Bei den kleinen Blütenblättern einfach einen Tropfen Schwarz hinsetzen und den ein wenig nach außen ziehen. So funktioniert das eigentlich am einfachsten. So, und das war es jetzt eigentlich auch schon mit der Blüte. Ihr könnt da jetzt natürlich noch Glitzer machen, wie es euch beliebt, in die Blütenmitte oder noch einen Stein reinsetzen oder das French mit Glitzer machen. Also da bleibt der Fantasie freien Lauf gelassen. Das Ganze ist nur ganz wichtig, zweimal zu versiegeln, damit das der Kunde wirklich lange was davon hat. Und dann war es das eigentlich im Großen und Ganzen auch schon. Beim Versiegeln solltet ihr natürlich darauf achten, dass die Farbe trocken ist, sonst verschmiert ihr euch das Ganze mit der Versiegelung wieder. Das war es jetzt auch schon mit dem heutigen Paint Day. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ganz gut erklären, sodass ihr das zu Hause relativ einfach mit ein bisschen Geduld und Übung nachmachen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Kommentare sind auch sehr gerne gesehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.